Willkommen beim Marketing Monkey Podcast von und mit Raphael Frangi und seinen Gästen. Dein Podcast für Marketing und Business Development im Digitaldschungel. Wir sprengen Grenzen und brechen Konventionen. Komm mit auf eine wundervolle Reise. Los geht's. Ja, und heute hallo zusammen. Heute im Podcast. Schön, hörst du heute zu. Wir starten eine neue Serie, nämlich die Monday Inspiration. Yes, die Monday Inspiration heißt ein Zitat, ja. Ich weiß, ich bin jetzt nicht der Erste, ist jetzt nicht mega spektakulär, aber doch, die Zitate-Edition des Marketing Monkeys steht für eine gewisse Kontinuität, nämlich jeden Montag um 7:30 pünktlich auf den Weg ins Geschäft zu deiner Arbeit möchte ich ein bisschen Inspiration mitgeben. Diese Zitate habe ich gesammelt, es gibt verschiedene Quellen. Wenn ich die Quelle weiß, werde ich sie was dazu lesen. Wenn ich sie nicht weiß, dann ist sie unbekannt. Dann sei mir der Autor, verzeihe mir, das ist nicht das Ziel, das zu kopieren oder ähnliches. Diese Zitate-Episode sind dann jeweils zeitlich auch kurz. Die sind nämlich maximal 180 Sekunden, also maximal 3 Minuten. Dürfen auch weniger sein heute. Heute ist die Einleitung und deshalb die Einleitung ein bisschen länger. Aber ansonsten ist es definitiv so, dass wir hier nur ganz kurz Zitate, ich werde das Zitat lesen und ich werde es dann kommentieren, vielleicht mit einer Erfahrung aus dem Leben spicken, sodass du da auch was davon profitieren kannst, ja. Und ich möchte dir dann auch gleich das kleine Intro für heute geben hier zu diesem Special und dann gleich das Zitat lesen und dann das Zitat kommentieren. Das passiert, wie gesagt, wöchentlich. 2021 ist der Start damit. Je nachdem, wenn du das hörst, dann bist du schon mittendrin in 2021. Oder wenn nicht, dann wünsche ich dir einen guten Start, einen fulminanten Start ins 2021. Und wir würden jetzt mit dem Teaser starten für die Monday Inspiration, dann zum Zitat, dann zum Comment und dann fielen wir aus. Schön, bist du heute dabei. Marketing Monkey, 180 Seconds Monday Inspiration, Zitate langweilen dich. Du denkst aber immer an das Poesiealbum deiner Schulzeit. Schon damals haben dir Zitate doch nichts gebracht. Dann stell dir doch mal vor, es gäbe einen kurzen Input, nur 180 Sekunden, handverlesene Zitate, die dir präsentiert werden und dabei mit einer extra Portion Lebens- und Marketingerfahrung gespickt werden. Yeah, here we are. Willkommen beim Monkey Zitate Special. Gute Inspiration und danke fürs Zuhören. Und wir kommen zum ersten Zitat. Ja, ich lese das Zitat. Ein Image ist das, was man bräuchte, dass die anderen denken, dass man so ist, wie man gerne wäre. Wow, deep, ja. Ein Image ist das, was man bräuchte, dass die anderen denken, dass man so ist, wie man gerne wäre. Mein Comment dazu, bringt uns das in die Ecke zu sagen, dann tue ich besser gar nichts am Image, weil es ist ja eh nur fake, kann das Image auch real sein? Und die richtige Antwort, natürlich gibt es immer ein Soll-Ist-Image, ja. Also, oder anders gesagt, auch ein Fremd- oder ein Eigenbild, ja. Du musst einen Weg für dich oder dein Produkt finden, dich zu deinem Soll zu bewegen, ja. Das Soll soll dabei erreichbar und authentisch sein. Das Soll-Image soll dabei nicht das Image sein, das du von anderen kopierst oder das überhaupt nicht zu deinem Leben und zu dir als Mensch passt. Denn dann wäre es fake und nicht real. Ein Image zu prägen, um den Business Approach reinzubringen, da reicht es nicht einfach Flyer und Kommunikation zu haben, ja. Du musst gucken, dass dein Image entsprechend passt zu dem, was du anbietest. Und ich erinnere mich immer wieder, weil ich so in diesem KMU-Bereich auch unterwegs bin, an Fahrschulen, die extrem fancy Webseiten haben, die da Top-Foto, geshoppte Bilder haben, attraktive Menschen. Ja, und dann sitzt du am Tag X dann in diesem Fahrschulfahrzeug und dort ist dann alles andere als clean. Das ist eher ein bisschen schmuddelig. Das ist dann nicht so dieses mega fancy Drive, cool Erlebnis. Und ja, das passt dann nicht. Versus da, wo es passt, ja. Ich mache hier gerne Werbung für eine fremde Fahrschule kurz. Die Star-Fahrschule. Mal kurz googeln. Star-Fahrschule. Dort passt dann, ja. Coole Webseite, coole Menschen, coole Social Media, Instagram-Präsenzen. Und für Leute, die da in der Fahrschule waren, auch das Feedback, das ist wirklich
cool ist, da in die Fahrschule zu gehen. Das Image passt also, das Eigenbild stimmt mit dem Fremdbild überein. Dann ist es nicht nur erfolgreich im Business, sondern macht auch noch Spaß, ja. Eine bewusste Friktion in dieser Geschichte ist schwierig, ja, zu sagen, ich provoziere anders, ja, und ich bin dann gar nicht so, um irgendwie Erfolg zu haben. Das wird in der Regel nicht funktionieren, ja. Eine kleine Action, die ich jetzt mit auf den Weg geben möchte zum Abschluss. Wie ist dein Image heute und wie sollte es dann in Zukunft sein? Schreib dir das mal auf, mach dir Gedanken darüber und sei dann zufrieden oder nicht. Wenn du nicht zufrieden bist, dann tu jeden Tag ein bisschen etwas dafür, dass dein Image deinem Wunsch-Image entspricht, also das Eigen- und das Fremdbild deckungsgleich dann am Ende des Tages ist. Danke fürs Dabeisein bei dem Special Zitate Monday und ich wünsche dir eine schöne Woche. Und hat dir gefallen, was du gehört hast? Lass bitte eine Bewertung bei iTunes oder einen Kommentar auf www.marketingmonkey.ch da. Bis zum nächsten Mal bei dem Podcast, der deine Ideen und Pläne verändern wird.